Herzlich willkommen zu Makrofokus, dem wöchentlichen Marktrückblick für alle, die die Börse besser verstehen wollen. Ja, diese Woche war mal wieder außergewöhnlich und das hat auch mit diesem Chart hier zu tun. Ein wirklich, ja, eine historische Entwicklung, die wir da gerade sehen. Dazu gleich mehr. Aber auch wenn wir auf unsere wöchentliche Heatmap schauen, dann sehen wir sehr viel rot im breiten Markt und wir sehen einige grüne Punkte insbesondere bei den Megacap Aktien Meta, Microsoft, Nvidia natürlich mal wieder, Nvidia legt über 12 zu. Aber diese Börsenwoche war aus einem anderen Grund bemerkenswert, und zwar in Bezug auf das Volumen. Also Volumen an der Börse heißt ganz einfach die Summe der gekauften Aktien und die Summe der verkauften Aktien zusammengenommen ist das Handelsvolumen. Ja, und dieses Handelsvolumen war in dieser Woche sehr niedrig. Insbesondere der 21. war der Handelstag mit dem geringsten Handelsvolumen seit 2017. Ja, das ist schon krass. Zwar kommen wir jetzt in die sogenannte Sommerflaute rein. Also ganz normal, im Sommer nimmt an der Börse das Handelsvolumen ab. Ganz einfach, weil auch die Händler mal in den Urlaub fahren und sich dann weniger um die Märkte kümmern. Aber. Das ist schon extrem. Ja, das geringste Handelsvolumen seit vielen, vielen Jahren. Was heißt das? gibt mehrere Arten, das zu interpretieren. Ich würde sagen, wenn die Indizes bei geringem Handelsvolumen steigen, dann kann das darauf hindeuten, dass diese Marktbewegung nicht von einer breiten Basis von Marktteilnehmern unterstützt wird. Und das geringe Volumen könnte darauf hindeuten, dass es wenige Käufer gibt auf diesem Niveau und das erhöht natürlich unser Risiko, dass wenn sich diese verbleibenden Käufer jetzt auch noch zurückziehen, die Preise fallen könnten. Und da eben auch das alte Börsensprichwort: Das Volumen bestätigt den Trend. Wir brauchen starkes Volumen, um den Trend dauerhaft aufrechtzuerhalten. Also aus meiner Sicht ist das hier kein bullisches Signal. Dieses sehr schwache Volumen im Markt. Ich will aber auch nicht den Teufel an die Wand malen. Also ich glaube, eine Woche ähm, niedriges Volumen macht hier noch sozusagen keine großen Probleme. Wir sollten aber das Volumen im Blick behalten, um zu verstehen, ob diese aktuellen Marktniveaus tatsächlich nachhaltig sind. Ein anderes historisches Signal will ich euch zeigen. Das ist das Verhältnis zwischen dem SP 500, ganz normal und dem SP 500 Equal Weight. Und dieses Verhältnis könnt ihr euch auch selber ganz einfach ziehen, indem ihr nämlich bei TradingView, falls ihr noch keinen Account habt, bei TradingView äh, habe ich euch mal unter diesem Video verlinkt, könnt ihr aber ganz einfach den RSP durch den SPY teilen, mit einem Teilungszeichen. Ja, und der RSP ist der Equal Weight. Und der äh, SPY ist der normale 500er Index. Und es ist ja so, dass also im normalen SP 500 die Aktien nach Marktkapitalisierung gewichtet sind. Das bedeutet ganz einfach, größere Unternehmen wie Apple, Microsoft, Amazon haben einen viel größeren Einfluss auf die Performance, weil sie eine größere Gewichtung haben. Ja, und wenn diese großen Unternehmen stark performen, dann zieht der ganze Index nach oben. Der gleichgewichtete Index, also der RSP in diesem Fall, gibt da verschiedene, aber ich habe jetzt hier mal den RSP genommen, da hat jedes der 500 Unternehmen die exakt gleiche Gewichtung, wodurch kleinere Unternehmen einen viel größeren Einfluss auf die Performance haben, ganz einfach, weil es viel mehr von diesen kleinen Unternehmen gibt. Und wenn dieses Verhältnis fällt, so wie derzeit oder wie in der Corona-Pandemie oder wie 2008 äh, Finanzkrise oder wie äh, 2003, dann heißt das, dass sich Anleger sehr, sehr stark auf die großen Unternehmen fokussieren und konzentrieren. Und das Kapital konzentriert sich da in diesen großen Unternehmen, was in der Regel eben ein Zeichen ist für wirtschaftliche Unsicherheit und Angst. Ja. Und dieses Verhältnis fällt jetzt auf den niedrigsten stand sogar niedriger als äh, während corona auf den niedrigsten stand seit der äh, globalen finanzkrise äh, 2008. und damit äh, will ich jetzt keine angst schüren, sondern im gegenteil ich will eigentlich äh, eine, äh, eine investmentchance daraus ableiten. denn wenn wir uns mal anschauen wie die märkte performt haben nachdem wir diese tiefstpunkte hier erreicht haben, dann sehen wir nämlich das Folgende: Dass hätte man an diesen roten Punkten, zum Beispiel 2003 und 2008, in kleinere Aktien investiert oder in den gleichgewichteten Index investiert. Könnt ihr auch machen. Ja, wenn ihr einen Sparplan habt auf den S&P 500, könnte man mit der Idee spielen, umzustellen auf den gleichgewichteten Index. Sieht man aber. Hätte man in den nächsten Jahren drei, vier, fünf Jahren den S&P 500 deutlich outperformed. Ja, das gleiche Bild hier äh, 2009. Ich bin natürlich etwas befangen, weil meine eigenen Depots äh, tendenziell auf kleinere Unternehmen setzen. Mein Fokus sind ja äh, innovative Wachstumsunternehmen und die sind in der Regel einfach kleiner und Während das Projekt 100X-Portfolio im letzten Jahr den SP 500 deutlich schlagen konnte, sind wir in diesem Jahr zwar im Plus noch, aber laufen dem Markt ziemlich hinterher. Deswegen hoffe ich natürlich persönlich auch auf eine Trendumkehr, dass die kleinen Aktien mal wieder besser performen. Aber ganz objektiv betrachtet bleibe ich zuversichtlich, dass die Sternstunde der kleineren Unternehmen bald auf uns warten könnte, wenn wir das, was wir gerade erleben in der Welt, irgendwie durchgestanden haben. Und was ich damit meine mit durchgestanden, natürlich brennt es gerade an vielen Stellen, ähm, geopolitisch und so weiter, aber ich beziehe mich hier insbesondere auf die hohen Leitzinsen, die immer stärker auf die Wirtschaft drücken. Und dafür haben wir jetzt zwei neue interessante Datenpunkte bekommen. Und zwar in den Quartalsberichten von großen amerikanischen Einzelhandelsketten. Nämlich Target und Walmart. Und das ist höchst interessant. Allein wenn man auf die Aktie guckt, kann man sich keinen richtigen Reim drauf machen. Also die Walmart-Aktie fliegt in die Höhe, während Target deutlich verliert. Wenn man in die Details. Reinschaut, dann ist es relativ besorgniserregend, was hier passiert. Ähm, dazu muss man wissen, dass Walmart in den USA so ein bisschen dieses Billig-Image hat, ja, so wie ähm, Aldi oder Lidl in Deutschland. So und Bloomberg schreibt hier: Zitat, wir sehen, dass die Kunden zu Walmart wechseln, sagte der Chief Financial Officer und wies darauf hin, dass Haushalte mit höherem Einkommen die größte Gruppe hinter den anteilsgewinnen in fast jeder kategorie waren das wachstum von walmart wird weiterhin von lebensmitteln getragen während der allgemeine warenhandel zurückbleibt die stimmung der verbraucher sank anfang mai aufgrund von sorgen über die inflation und den arbeitsmarkt auf ein sechs Monats tief während die einzelhandelsumsätze im april stagnierten okay sie sagen Wohlhabende Kunden kaufen ihre Lebensmittel jetzt beim Discounter. Welche Schlüsse würdet ihr daraus ziehen für den Zustand der Wirtschaft? Und wenn wir jetzt zu Target gehen, ja, die Target-Aktie hat deutlich verloren, anders als äh, Walmart. Ähm, und Target geht zwar auch in Richtung Lebensmittel, aber geht viel stärker in Richtung Haushaltswaren. Elektronik, also so ja, Klimbim, den man nicht wirklich braucht. Und die schreiben Zitat: Die Aktie der Target Corp fiel so stark wie seit November 2022 nicht mehr, nachdem der Einzelhändler eine vorsichtige Haltung zu den Konsumausgaben in den kommenden Monaten geäußert hatte. Der Umsatz sank das Vierte Quartal in Folge und ging bis Anfang Mai um 3,7 Prozent zurück. Die vergleichbaren Umsätze im stationären Handel verfehlten aufgrund der rückläufigen Besucherzahlen. In dieser Woche gab das Unternehmen bekannt, dass es die Preise für etwa 5000 häufig eingekaufte Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs senken wird. Also die Leute, die Geld haben, Gehen jetzt zu Walmart, billig shoppen. Die Läden, die Kram verkaufen, den man nicht wirklich braucht, verzeichnen rückläufige äh, Kundenzahlen, rückläufige äh, Umsätze und sind jetzt gezwungen, auf breiter Flur die Preise für Produkte zu senken, um ja sozusagen die Nachfrage zu äh, stimulieren. Natürlich begrüßen wir fallende Preise aus Sicht der Inflationszahlen. Ja, das heißt ja im Grunde nichts anderes als ja, wir sehen eine Entspannung bei der Inflation, was wir brauchen, damit die Notenbank endlich von ihrer sehr aggressiven ähm, Zinspolitik abweicht. Aber es verstärkt weiterhin das Bild einer US-Wirtschaft, die mit großen Schritten auf eine Klippe zurennt. Am Freitag bekommen wir dann die frische Arbeitslosenquote aus den USA. Zur Erinnerung, wir stehen jetzt bei 3,9 Prozent. Und viele sagen dann, ja, guck mal auf den historischen Vergleich, das ist historisch unglaublich niedrig. Selten gab es so wenig Arbeitslose in den USA wie derzeit. Und das stimmt auch, wenn man sich diese Zahl völlig isoliert anschaut. 3,9, super. Aber der Trend ist das Wichtige. Und wir sehen ja diese typischen Wellenbewegungen in der Arbeitslosigkeit, äh, noch viel stärker als zum Beispiel in, in Deutschland. Ähm, und wenn sich die Welle erstmal aufgebaut hat, und das sehen wir, wenn wir Jahrzehnte in die Vergangenheit zurückschauen, wenn sich die Welle erstmal aufgebaut hat, dann ist sie eigentlich nie mehr aufzuhalten. Und um diesen Kipppunkt zu erkennen, nutzen wir die sogenannte Samenregel. Die Samenregel hatten wir hier schon öfter, nochmal zur Auffrischung. Also die Samenregel signalisiert eine Rezession mit stark steigender Arbeitslosigkeit. Wenn die Arbeitslosenquote über einen Zeitraum von drei Monaten, damit man sozusagen einzelne Ausschläge ignoriert, nimmt man die, den Drei-Monatsschnitt um mindestens 0,5 Prozentpunkte über ihren niedrigsten Wert der letzten zwölf Monate steigt. Das ist sozusagen der Kipppunkt, den die Samenregel ausdrückt. Ja? Und historisch gesehen war es so, wenn wir diesen Kipppunkt erreichen, dann gibt es keinen Halten mehr und die Arbeitslosigkeit breitet sich aus wie ein Virus. Und auf der Bundesebene, also in den gesamten USA, ist die Samenregel weiterhin nicht erfüllt. Sie steht kurz vor der Erfüllung, ist es aber noch nicht. Aber auf der Bundesstaatebene, wenn man sich jeden Staat einzeln anschaut, dann ist es schon so, nämlich in 20 Bundesstaaten inklusive Kalifornien, ist diese Samenregel erfüllt. Und wenn man ein bis bisschen die 80er Jahre zurückschaut, das seht ihr im oberen Teil des Charts, dann gibt es kein historisches Beispiel dafür, dass diese Regel zwar in 20 Staaten erfüllt ist und anschlägt und dann aber wieder abflaut und es ist sozusagen nichts passiert und die Arbeitslosigkeit nicht auf das gesamte Land übergreift. Wenn wir am Freitag die Arbeitslosenquote bekommen und wir sehen erstmals wieder eine 4 vor dem Komma, Gehen von 3,9 auf 4 Prozent. Dann würde ich erwarten, dass sich die Marktpsychologie deutlich wandeln kann. Von ah, ist alles in Ordnung, äh, historisch niedrige Arbeitslosenquote. Ähm, brauchen wir keine Risiken einzupreisen. Hinzu, ah, okay, vielleicht haben wir hier ein Problem. Sollten wir mal genauer hinschauen. Ja, Am Freitag, wie gesagt, die Zahlen, wir werden die dann hier im Makrofokus natürlich unter die Lupe nehmen. Bis dahin erstmal eine entspannte äh, Woche, einen schönen Feiertag, euch am Freitag und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.